Hallo Leute, Stuttgart, das Auswärtsspiel von Werder, das hat bei mir für enorm viel Frustration gesorgt. Denn im Moment durchlebt Werder Bremen wieder so eine Achterbahnfahrt nach einem wirklich schwachen Spiel in Hannover. Kam das relativ gute Spiel gegen die Leipziger und jetzt halt wieder wirklich ein echt schwaches Spiel in Stuttgart mit einer verdienten 0:2 Niederlage. Es hat mir halt einfach so viel gefehlt, was gegen die Leipziger wieder deutlich besser war. Natürlich muss man da auch sagen, dass wir auf zwei unterschiedliche Mannschaftstypen gestoßen sind. Auf der einen Seite die Leipziger, die selbst versuchen mitzuspielen, richtig aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, die natürlich dadurch auch deutlich höher stehen und höher pressen. Auf der anderen Seite die Stuttgarter, die ja nicht dafür gerade bekannt sind, dass sie jetzt wirklich irgendwie Hurra-Fußball spielen, sondern die haben sich halt wirklich über eine kompakte, tiefstehende Defensive in einer 4-4-2-Grundordnung einfach stabilisiert und rausgekämpft und genauso haben sie es gegen uns gemacht. Und das ist leider Gottes für uns erfolgreich und für uns auch sehr frustrierend, weil wir da wirklich keine Ideen haben. Aber für mich ist es jetzt auch ein bisschen zu einfach, nur zu sagen, wer da tut sich schwer gegen tiefstehende oder eher destruktive Mannschaften, weil auf der einen Seite sagen jetzt viele, ja, Stuttgart hat irgendwie gar nichts fürs Spiel gemacht, aber das war jetzt nicht so ein Spiel, was man 1:1 mit dem Freiburg-Spiel vergleichen kann, was wir verloren haben, weil die Stuttgarter deutlich aktiver waren, weil die Stuttgarter auch deutlich mehr Chancen hatten, gerade in der ersten Hälfte. Die zweiten Bälle waren immer bei Weiß, das war wirklich so richtig nervtötend. Stuttgart hatte auch definitiv den besseren Matchplan, als er zum Beispiel Freiburg damals gegen uns hatte. Und das ist halt einfach unfassbar frustrierend gewesen, das anzugucken. Im Mittelfeld muss man auch sagen, da haben alle Kniffe von Kohfeldt diesmal nicht gegriffen. Das geht jetzt nicht darum, irgendwie eine Schelte oder zu verteilen oder einen Schuldigen zu suchen. Es geht jetzt einfach darum, wirklich klipp und klar zu sagen, was nicht geklappt hat. Die Hereinnahme von Gondorf fand ich persönlich ein bisschen überraschend. Auch, dass man in dem Spiel auf Junuzovic verzichtet hat, wenn ja gerade auch schon so ein Leader wie Delaney gefehlt hat. Gondorf war allerdings erst außen, weil Kruse sich deutlich mehr abfallen lassen und Belfodil erst vorne drin war. Das hat aber alles irgendwie nicht so ganz geklappt. Im Mittelfeld gab es keinen Zugriff. Man hat Kruse wirklich im Raum sehr, sehr gut zugestellt, ihn relativ schnell gedoppelt. Ein tiefstehender Gegner hat wirklich einfach gar nichts für uns zugelassen und wir sind eigentlich auch nie wirklich zur Entfaltung gekommen. Die Chancen, die wir hatten, die haben wir kläglich vergeben. Gerade Kainz oder auch Gondorf den Zweiten. Einmal Gondorf mit einem guten Schuss, aber eher der Zweite, ne? Wo er ihn halt einfach nicht erst annimmt, sondern direkt wirklich verzieht und drüber haut. Das war eher so der Beleg für seine nicht dagewesene Leistung an dem Spieltag, weil man muss halt einfach wirklich sagen, Gondorf, Theo, auch Belfodil, auch Kruse wirklich mit super vielen Fehlern oder schlechten ersten Kontakten, die man gar nicht von ihm kennt. Das war wirklich sehr, 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 sehr ärgerlich, dass so viele Leute deutlich unter dem geblieben sind, was sie eigentlich können. Wie gesagt, die rechte Abwehrseite war mir richtig ein Dorn im Auge, weil Insua da quasi immer alleine und so einfach durchkam. Auch wirklich mit Tommy als Partner dann auch. Das war einfach im Großen und Ganzen eine schlechte Bremer Leistung gegen ein kompaktes und cleveres Stuttgart, was, ja, trotzdem irgendwie auch nicht so wirklich nötig war, denn man hat gesehen, dass wir auch mit diesen wenigen Chancen, die wir hatten, durchaus auch den Stuttgartern hätten wehtun können. Es wäre nicht verdient gewesen, das muss man auch klipp und klar an der Stelle sagen, weil wir zu wenig dafür gemacht haben für Punkte an diesem Spieltag. Aber es wäre halt eben möglich gewesen, weil Stuttgart ja jetzt auch nicht der Übergegner war. Auch die Wechsel, für mich kamen sie ein bisschen zu spät. Also ich hätte da deutlich auch ein Zeichen schon in der Halbzeit erwartet. Ja, Rashica kam, hatte wieder gute Ansätze, hat aber dann irgendwie auch keine Mitspieler gehabt, die ihn wirklich gut in Szene setzen konnten. Bezeichnend war da eigentlich so ein Steilpass von Friedel, der gefühlt 100 km/h Pass nach vorne da drescht und Rashica kann ihn natürlich nicht mehr erlaufen. Und so ging das die ganze Zeit. Also es war eine Passungenauigkeit wie Sau da, es waren kaum Gewinne von zweiten Bällen da und es war halt einfach nichts auch von alledem da, was Bremen halt in den besseren letzten Wochen ausgezeichnet hat. Dadurch verschiebt sich natürlich auch die Nicht-Abstiegs-Party in Anführungszeichen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir zittern müssen oder dass wir jetzt halt irgendwie große Rückschritte befürchten müssen.
So weit muss man nicht gehen, aber es war halt trotzdem so ein bisschen, ja, bedenklich, dass wir irgendwie einfach wieder die Spannung oder den Spannungsbogen nicht genauso hochhalten können wie in dieser Phase, wo wir wirklich arg unter Druck standen. Ich hoffe deshalb einfach, dass sich die Spieler jetzt nicht so ein bisschen auf den Lorbeeren ausruhen, die sie sich in den Wochen zuvor erarbeitet haben, sondern dass sie wirklich versuchen, mit diesem guten Gefühl die Saison ausklingen zu lassen. Es geht ja immerhin auch noch um ein bisschen Kohle, ne? Weil jede bessere Platzierung ist ja auch ein bisschen was wert. Deshalb gehe ich trotzdem voller Optimismus ins nächste Heimspiel gegen den BVB und hoffe, Leute, dass die sich dann alle auch wieder raffen und deutlich besseren Fußball zeigen. Jo, Leute, 0 Punkte in Stuttgart, so kann es gehen. Wie habt ihr es empfunden? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Runde, Leute. Reingehauen. Ciao.